Im Dialog Angebotstexte sehen Sie auf der linken Seite alle angelegten Angebotsgruppen. Diese Angebotsgruppen fungieren im Angebot quasi als Überschrift. Diese Überschriften bzw. die Namen der Angebotsgruppen und auch die Reihenfolge für die Ausgabe können Sie bearbeiten unter Überschriften Angebotstexte. Innerhalb einer Angebotsgruppe sehen Sie alle verknüpften Angebotstexte, zum Beispiel Sonderausstattung für Fensterläden. Über die blauen Pfeile kann die Reihenfolge der Ausgabe dieser Angebotstexte innerhalb der Gruppe ebenfalls verändert werden. So lassen sich die Texte nach oben, unten schieben, an den Anfang setzen oder an das Ende setzen. Der Name der Angebotsgruppe, aber auch der Name des Angebotstextes wird im Angebot als Überschrift verwendet. Unter der Spalte Typ sehen Sie, um was für einen Typ des Angebotstextes es sich handelt. Angebotstypen Standard BLB sind Angebotstexte, die mit jedem Angebot unabhängig von Berechnung ausgegeben werden. Eingestellt wird dies unter der Ausgabeoption. Der Text wird ausgelöst, wenn immer ohne Positionsberechnung. An dieser Stelle können Sie diesen Text verändern oder auch vorhandene Texte mit Steuerung C und Steuerung V kopieren und übernehmen. Neben den Texten, die unabhängig von Berechnung ausgegeben werden, gibt es Texte, die nur dann ausgegeben werden, wenn die mit dem Text verknüpften Positionen berechnet worden sind. Diese Einstellung finden Sie hier. Der Text wird ausgelöst, wenn eine der enthaltenen Positionen aktiv ist bzw. eine Menge erhalten hat. Auch hier können die Texte von Ihnen verändert werden. Der Angebotstexttyp alle bedeutet, dass dieser Text für alle Angebotsvarianten ausgegeben wird. Diese Angebotsvarianten können hier unten eingestellt werden. Ja, Typ 4, alle Varianten oder die Kombination dynamische BLB, Standard BLB oder ausschließlich BLB-Vergleich oder nur für die dynamische BLB. Das sind weitere Varianten, für die der Text verwendet werden soll. Auf der linken Seite gibt es Schaltflächen für das Hinzufügen und Löschen, für das Kopieren und Verschieben von Textbausteinen. Mit der Funktion Verschieben können Sie einen Textbaustein auch in eine andere Gruppe verschieben. Dies lässt sich über die Schaltfläche mehrere auch für mehrere Textbausteine vornehmen. Über Anzeige der Angebotstexte lassen sich bestimmte Angebotstextvarianten auswählen, sodass nur diese Texte für diese Textvarianten angezeigt werden. Klicken Sie hier auf BLB-Vergleich, dann wird eben kein Text für die Standard BLB mehr angezeigt. Auf diese Art und Weise lassen sich gerade bei vielen Texten nicht benötigte Texte filtern und ausblenden. Für alle Varianten werden ebenfalls die Texte für die Standard BLB, also die Texte, die immer ausgegeben werden, ebenfalls mit anzeigen. Auf der rechten Seite können Sie eine Überschrift eingeben,
die dann anstelle des Namens des Textes ausgegeben wird. Ist dieser Eintrag leer, wird für den Angebotstext der Name des Angebotstextes ausgegeben. Nicht benötigte Texte können inaktiv gesetzt werden, um eventuell später wieder darauf zurückzugreifen und diese Texte wieder zu aktivieren. Gibt es Textbausteine, für die die Ausgabe je Geschoss erfolgen soll? Zum Beispiel spezielle Wandaufbauten für das Erdgeschoss in Unterscheidung zu dem Wandaufbau im Obergeschoss. Dann können natürlich von den Positionen auch nur die Mengen verwendet werden aus dem jeweiligen Geschoss. Ein typisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Ausweisung von Wandausführungen bzw. Wandaufbauten nach Geschossen getrennt. Außenwand Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss. Auf der rechten Seite kann eingestellt werden, ob der Text sich auf Positionen bezieht. Das sind die unter gewählte Positionen aufgeführten Positionen. Oder ob der Text sich auf eine Gruppe bezieht oder für die Auftragsfortschreibung verwendet werden soll. Für die Ausgabe kann eingestellt werden, ob eine Stückliste mit Geschossausgabe ausgegeben werden soll, ob die Menge geschossbezogen einer bestimmten Position ausgegeben werden soll oder ob die Stückliste ohne Geschossangabe erfolgen soll oder nur die Summe der Mengen je Geschoss von den aktiven Positionen. Im Angebotstext kann über den eckigen Klammerausdruck Menge eine Stückliste der berechneten Positionen ausgegeben werden. Das kann der jeweilige Langtext oder Kurztext der berechneten Positionen sein. Unter Bauelemente, Stücklisten können Sie entscheiden, ob zum Beispiel bei Öffnungsbauteilen die angepassten Maße oder die geplanten Maße ausgegeben werden sollen. Für die Ausgabe von Raumbuchvarianten wie zum Beispiel Elektroausstattung, Sanitärausstattung können Sie dies hier entsprechend vorsehen. Bei Auswahl der Raumbuchausgabe gibt es ein weiteres Register für die erforderlichen Einstellungen zu dem Raumbuch. Ebenso können eigene Variablen verwendet werden für die Ausgabe, um bestimmte Informationen, zum Beispiel statistische Merkmale, dem Kunden mit dem Text mit ausgeben zu können. Für die Definition der eigenen Variablen gibt es ebenfalls ein eigenes Register Textvariablen. Mit dem Angebotstext können Bilder verknüpft sein, die Sie aus der Bilderdatenbank auswählen können. Einfach die Datenbank öffnen und das gewünschte Bild mit dem Angebotstext verknüpfen. In diesem Feld legen Sie fest, ob dieser Angebotstext mit dem eben eingestellten Bild ausgegeben werden soll oder ob, falls vorhanden, die entsprechenden Bilddateien von den Positionen verwendet werden sollen. Also es gibt die Möglichkeit, Bilddateien sowohl mit dem Angebotstext zu verknüpfen als auch mit den Positionen und, wenn vorhanden, dann die Bilddateien der Positionen zu verwenden. Bild 1 und Bild 2 berücksichtigt unterschiedliche Bildgrößen. Es gibt kleine Bilder und es gibt Bilder, die die gesamte A4-Seite in der Breite ausnutzen. Über die Schaltfläche importieren können auch
Angebotstexte aus anderen Kalkulationen importiert werden. Dazu einfach die gewünschte Datei auswählen und festlegen, was übernommen werden soll.